Hallo, willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Heute will ich euch zeigen, wie ihr online Musik erkennen könnt. Das heißt, ihr spielt, also wenn euer Computer ein Mikrofon habt, könnt ihr das ganz einfach machen. Und wenn ihr kein Handy habt, mit dem ihr das machen könnt, weil da ist es auch nochmal ziemlich einfach und auch einfacher. Hier müsst ihr auf die Seite midomi.com gehen. Auf dem Handy sucht ihr euch natürlich schon mal euer Musikstück raus. Das mache ich auch mal. So. Wenn ihr dann aufnehmen wollt, müsst ihr hier auf Click and Sing vorhaben. Man kann auch singen, aber das habe ich noch nicht probiert, ob das auch geht. Und wenn, dann würde ich es jetzt auch nicht zeigen. Ja, das nehme ich mal nicht. Ich nehme dieses Lied hier. So, wenn ihr das Lied dann habt, dann geht ihr am besten nicht gleich am Anfang, weil der ist ja erstmal kurz still. Dann müsst ihr hier auf Click and Sing vorhaben. Dann kann es sein, dass eine Flash Player Meldung kommt, dass die Seite Zugriff auf euer Mikrofon und oder auf eure Kamera haben möchte. Da klickt ihr dann einfach auf Ja, und wenn ihr diese Erkennungswebsite öfter benutzen wollt, dann könnt ihr das auch speichern, dass der Computer das speichert, der Flash Player, dass ihr immer, wenn ihr hier raufklickt, dann nicht immer bestätigen müsst. Ich klicke jetzt mal hier, Click M10 an. Verbindung wird hergestellt, steht dann da. Ah ja, jetzt kommt bei mir diese Meldung auch noch. Hier zulassen kann man jetzt drücken. Dieses Feld nicht mehr anzeigen, und dann kann man hier zulassen und speichern. Und jetzt werden hier noch irgendwelche Daten hochgeladen, da müsst ihr noch kurz warten. Das dauert gerade irgendwie lange. Ich lade die Seite nochmal neu, weil mein Flashplayer hat es jetzt ja gespeichert, dass er jetzt Zugriff haben soll. So, jetzt mache ich das nochmal. Verbindung wird hergestellt. So, ich habe das jetzt einfach mal angemacht, und jetzt sucht er hier. Ah, da haben wir es schon. Da sucht er die Lieder erstmal. Das kann auch ein bisschen länger dauern. Hier sieht man auch schon, das stimmt auch, von Mr. Nados, Mr. Danos, das kann ich euch auch empfehlen, das ist ein cooles Lied. Jetzt seht ihr auch schon den Namen hier, das ist eigentlich bei fast allen Liedern funktioniert das. Ja, das ist eigentlich auch ziemlich einfach. Wenn ihr dann nochmal eins aufnehmen wollt, klickt ihr einfach hier oben, Klink and Sing, kann man hier nochmal klicken. Aber ich möchte jetzt da nichts aufnehmen, also drücke ich hier auf Abbrechen. So, ja, wenn euch diese Anleitung geholfen hat, dann könnt ihr ja den Daumen nach oben drücken oder mich abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao.